Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Im letzten Part sind wir hier im Tempel des alten Volkes unterwegs gewesen und haben auch gesehen, dass Zeng ziemlich schwer verletzt ist oder wurde von Sephiroth. Und kümmern uns jetzt hier um den kleinen Typen, der ja irgendwo hier runterhüpft. So, wir können aber an den Seiten irgendwie runterhüpfen auch. Na, hier links können wir das. Und machen das gleich nochmal und schauen mal hier rein. So eine Panzerfaust, okay. Es ist links oben rein und kommt dort raus. Geht dort rechts rein und kommt dort raus. Er geht da rein. Kommt vielleicht hier raus? Ne, ich denke nicht hier vielleicht. Haha! Gefunden! Tür geöffnet. So, man kann eigentlich rein theoretisch, wie gesagt, sich die Muster von ihm merken, wo er reingeht, wo er rein, rauskommt und so weiter und so fort. Wenn man halt aber so ein bisschen im Ausschlussprinzip rangeht und ein bisschen Glück hat mit einem zufällig richtig wählen, dann klappt es auch so. So, haben wir den kleinen Raum uns nicht. So, war jetzt das Ding. Da nicht rein, ach ne, hier. Genau. So, jetzt kommen wir auch durch die Tür. Und da sind wir in dem Raum. Das ist der Saal mit den Wandmalereien. Wo bist du, Sephiroth? Und der Rest hat sich nicht lange auf sich warten. So kalt. Ich bin immer an deiner Seite. Komm. Großartig. Ein Raum voller Wissen. Ich verstehe nicht, was du sagst. Die Wandmalereien sind sehr interessant. Sieh genau hin. Wohin? Das, was das Wissen des alten Volkes mehrt. Ich werde eins mit dem Planeten. Meteor. Mutter, gleich ist es soweit. Bald werden wir eins. Auf welche Weise gedenkst du, eins mit dem Planeten zu werden? Das ist ganz einfach. Wenn der Planet verletzt ist, sammelt er spirituelle Energie, um die Wunde zu heilen. Wie viel Energie sich ansammelt, richtet sich nach dem Ausmaß der Verletzung. Was würde bei einer Verletzung passieren, die für den Planeten lebensgefährlich ist? Stell dir vor, wie viel Energie sich dann ansammeln würde. Und ich werde mitten in dieser Wunde stecken. Und die grenzenlose Energie wird mir gehören. Indem ich mit der gesamten Energie des Planeten verschmelze, werde ich zu einer neuen Lebensform, zu einer neuen Existenz. Ich werde mich mit dem Planeten vereinen und nicht mehr in meiner bisherigen Form existieren. Und so werde ich als Gott wiedergeboren und herrsche über alle Seelen. Eine Verletzung, die ausreicht, diesen Planeten zu zerstören? Den Planeten verletzen? Sieh nur das Wandbild. Der ultimative Zerstörungszauber. Meteor. Das wird niemals geschehen. Wach auf. Wo bist du, Sephiroth? Warte, Cloud! Cloud! Jetzt habe ich den Text aus dem Weg gedrückt. Das ist gerade wieder sehr merkwürdig. Schwarze Materie.
Meteor rufen. Cloud, reiß dich zusammen! Cloud, ich bin Cloud. Wie soll ich... Ich erinnere mich jetzt. Cloud? Hm? Was ist los? Stimmt was nicht? Nein, alles klar. Mach dir keine Sorgen. Okay, Cloud, oder? Sephiroth ist weg. Keine Sorge, ich weiß, was er meint. Das muss der Meteor sein. Hä? Verstehe ich nicht. Hier wird's dann wohl drunter und drüber gehen. Also, Zauber. Genau wie Sephiroth gesagt hat. Der ultimative Angriffszauber Meteor. Durch diesen Zauber werden kleine treibende Asteroiden eingefangen. Und dann kracht's. Dieser Planet wird vielleicht ganz ausgelöscht. Sephiroth. Nein. Ich bin es nicht. Ne, es ist tatsächlich nicht. Uns greift halt einfach nur irgendein Drache an. Er findet es so lustig, dass wir angegriffen werden von einem Drachen. Machen wir erst mal gleich hier eine Barriere. Und machen dann... Das hat ganz schön weh. Einfach weiter mit Beta. Schauen wir mal, wie viel Schaden es macht. Okay, es heilt ihn, verdammt. Na gut, dass ich es am Anfang gleich eingesetzt habe. Dann habe ich ihn jetzt wenigstens nicht wirklich geheilt. Aber ja, das passiert auch manchmal. Ich weiß nicht genau, welchen Element Beta angehört, aber man sieht auf jeden Fall irgendeinem. So. Gut, dann greifen wir halt einfach mal so an. Haben wir auch so ganz gute Angriffe. Mal einmal Hast auf alle. So, Morph ist eine interessante Angriffstechnik. Ich habe sie ja bisher noch nicht erklärt. Und zwar ist Morph ein Angriff, der weniger Schaden macht als der normale Angriff. Einiges weniger. Aber wenn man den Gegner damit tötet, verwandelt er sich in ein Item, was je nach Gegner spezifisch ist. Und ja, das wird in einiger Zeit noch relativ wichtig für uns. Oder besser für mich. Damit kann man nämlich einige Shenanigans treiben. Ein paar coole Sachen mitmachen. So, damit weiter angegriffen. Was Cloud aber abhält. So. Und da haben wir ihn auch schon besiegt. Wunderbar. So, bei mir klingelt es an der Tür. Da muss ich kurz mal ran, was ein bisschen blöd gerade ist. Aber wir sehen uns gleich. So, entschuldigt das, aber das war wichtig. Es war nämlich die Post, welche mir meine Sword Art Online Season 2 Volume 2 Blu-ray und mein neues Headset gebracht hat. Insofern, ja, war das relativ wichtig, dass ich das bekommen habe. Und Aerith erlernt Göttersiegel. Wir bekommen ein Drachenarmband, was auch ein ziemlich cooles Ding ist. Und dort schwirrt eine Substanz herum. Irgendein Zeichen von Sephiroth? Er ist verschwunden. Mit der Materia Bahamut. Oh ja, oh ja. Schön, schön, schön. Wenn man Bahamut haben kann. So. Ja, wie gesagt, das Drachenarmband auch eine ziemlich coole Sache. Erstmal relativ stark, wie man sieht, und dann absorbiert ein Halbschaden bei Feuer, Eis und Blitz. Verdammt gut. So. Dann bekommst du jetzt noch Chocobo-Köder wieder. Und
das Glücksplus. Wenn du wieder die Manipulation haben darfst, weil warum nicht? So. Schauen wir uns aber das hier mal an. Was ist das? Da steht ja was geschrieben. Schwarze Materia. Schwarze Materia. Hey. Schwarze Materia. Was sollen wir tun, Cloud? Wir schütteln das mal. Warte mal, ich frage. Ich verstehe nicht. Was? Wirklich? Sie sagen, der Tempel selbst sei die schwarze Materia. Was meinen Sie? Das ganze Gebäude hier ist also die schwarze Materia? Dieser gigantische Tempel? Das ist die schwarze Materia? Dann kann sie sich also niemand nehmen. Schwierig. Dies ist ein Modell des Tempels. Darin befindet sich eine Vorrichtung, die mit jedem Rätsel, das du lässt, kleiner wird. Doch nicht nur das Modell wird immer kleiner, sondern du auch. Am Ende ist es so klein, dass es in deiner Handfläche Platz hat. Ja, weil sie Rätsel lösen, wird die Materie immer kleiner und wir können sie herausnehmen. Tja, schon, aber es gibt einen Haken. Du kannst die Rätsel nur im Tempel lösen. Dummerweise wird jeder, der die Rätsel löst, im Tempel zerquetscht. Verstehe. Das alte Volk wollte nicht, dass der gefährliche Zauber auf einfache Weise aus dem Tempel geschafft werden kann. Wir lassen das Zeug einfach da, wo es ist und verdrücken uns. Nein, wir müssen eine Möglichkeit finden, sie rauszukriegen. Denn Sephiroth hat Unmengen williger Helfer jeden Kalibers. Das bedeutet ihm nichts, ihr Leben für die schwarze Materie zu opfern. Hier ist sie nicht sicher. Also, was sollen wir tun? Das Telefon. Hallo Cloud, das ist Kate Sith. Ich habe alles mit angehört. Vergiss mich nicht. Alles, was du sagst, ist absolut richtig. Du kannst meinen ausgestopften Körper für die Zukunft des Planeten nehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Sephiroth die schwarze Materie in die Hände fällt. Andersrum, dass die schwarze Materie Sephiroth in die Hände fällt. Und Jinra darf sie auch nicht bekommen. Aber Cloud, uns bleibt doch gar nichts anderes übrig. Bitte habt Vertrauen zu mir, ihr alle. Ja, ich glaube, wir haben keine Wahl. Also gut, überlasst alles mir. Beeilt euch bitte, ihr müsst hier raus. Ich warte am Ausgang. So. Damit gehen wir jetzt weiter nach draußen. Hi. Er lässt uns nochmal abspeichern. Ich speichere sogar nochmal auf einen extra Spielstand. Einfach so, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie das jetzt genau abgelaufen ist. Tja, der Wächter der Zeit ist weg. Wir können jetzt hier nirgendwo mehr hin. Nur noch nach oben, wo ja die verschlossene Tür war. Okay, auf geht's. Es ist warm. Das ist gar nicht gut. Cloud, hinter dir! Ja, denn die Wand ist ein Dämon. Oder ein Wandgeist oder irgendwas. Irgendwie sowas halt. Was weiß ich. Beta. Ist mir jetzt egal, auch wenn sie drauf geht. Ich will Bahamut zeigen. Okay, Beta bringt schon mal nichts. Denn das Glück komme ich ja noch rechtzeitig zum Heatrank. Okay, das ist verdammt viel. Ja, das ist verdammt, verdammt viel. Mega Flamme. Schau das euch an. Das ist so eine der Art Drachen, die ich liebe. Bahamut aus Final Fantasy 7 gefällt mir echt. Den aus 10 finde ich zum Beispiel nicht ganz so schön. Auch wenn er auch okay ist.
So. Okay, und er kommt näher ran. Ich weiß jetzt genau nicht, was das Göttersiegel macht. Wir werden es gleich sehen. Irgendwie gar nichts. Okay. Dämonensturm. Okay. Ich hoffe mal, ich komme noch dazu, hier irgendwas zu machen. Okay, Yuffie kam schon mal zum Doppelphönix-Federn. Und jetzt kommen wir auch mal zur Heilung. Sehr schön. Flupp. War aber auch mal nötig. So. Allerdings fällt sie direkt wieder um. Was zur Hölle? So stark habe ich die echt nicht in Erinnerung. Dass wenn meine Charaktere One-Hit ist. Einlochen. Schon wieder K.O.? Komm schon. Jetzt macht er gleich wieder seinen Dämonensturm. Kann ich aber wenigstens diesmal standhalten wahrscheinlich. Ich brauche eigentlich nur eine Barriere. Sobald ich eine Barriere habe, ist alles gut. Die habe ich jetzt. Sehr schön. So. Jetzt kommt einmal die reine Stille. Um mich zumindest so ein bisschen zu heilen erstmal. Und der X-Trank halt dann klaut auch noch vollständig. So. Sieht doch jetzt schon besser aus. So, Sprungattacke. Und nochmal Hast auf alle. So, Angriff. Heilung. Du bekommst jetzt nochmal einen Hyper drauf. Und da kommt wieder der Dämonensturm. Autsch. Aber wir haben ihn. Gut. Also du hast viel Schaden, aber viel aushalten tut er anscheinend nicht. Na gut. Haben wir den auch erledigt. Gott, und der Part wird wieder ein bisschen länger. Wir bekommen noch ein Gigas-Armband und Caitlyn ist da. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich bin's. Überlass den Rest mir. Um das Übrige kümmere ich mich. Caitlyn? Komm schon, Cloud, sag was. Ich hab sowas drauf. Ich verstehe, mir geht es genauso. Sag uns doch die Zukunft voraus. Stimmt, ich habe das schon länger nicht mehr gemacht. Ich bin so richtig aufgeregt. Richtig oder falsch, ich bin immer noch der gleiche. Also, was soll ich vorher sagen? Sag uns, wie gut Cloud und ich zusammenpassen. Das kostet dich was. Nämlich ein Rendezvous mit mir. Ab die Post. Das ist nicht gut, ich kann's nicht sagen. Arme Tifa. Nein, sag's mir. Ich werde auch nicht böse. Wenn das so ist, gut, ich sag's dir. Sieht gut aus, ihr seid wie füreinander gemacht. Elf Stern und Cloud Stern, sie deuten auf eine fabelhafte Zukunft hin. Cloud, lass mich dich verkuppeln, Prediger. Ich tue für dich, was immer du willst.
Sag einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Danke, dass du mir vertraust, obwohl ich ein Spion war. Das ist jetzt der endgültige Abschied. Sei stark, Kate Sith. Sagte, sei stark. Ich bin so glücklich. Aua. Was ist passiert? Ich kann mich noch bewegen. Ja, wir wissen, dass sein echter Körper ist im Schinn-Raubquartier. Das muss es sein. Das hat das alte Volk, da hat das alte Volk wirklich ganze Arbeit geleistet. Auch ich kann den Planeten beschützen. Das macht mich ganz verlegen. Solch ausgestopften Plunder gibt's haufenweise. Mich aber nur einmal. Vergesst mich nicht, auch wenn ihr mal einen anderen Kate Sith begegnen solltet. Also dann, auf Wiedersehen. Ich mache mich jetzt dran, den Planeten zu retten. Und damit opfert sich Kate Sith. Um den Tempel zur schwarzen Materie zu formen. Und dort liegt sie. Das ist die schwarze Materie. Das sieht super langweilig aus, also werde ich hier bleiben. Solange wir sie haben, kann Sephiroth den Meteor nicht benutzen. Schlüsselobjekt, schwarze Materie. Könnt ihr sie benutzen? Nein, wir können sie nicht direkt verwenden. Man muss über große Geisteskräfte verfügen, um sie einzusetzen. Du meinst viel geistige Energie? Genau. Die Kraft einer Person reicht nicht aus. An einem bestimmten, besonderen Ort, an dem es jede Menge Planetenenergie gibt. Oh ja, das verheißene Land. Das verheißene Land. Nein, aber Sephiroth ist anders. Er ist nicht vom alten Volk. Ich glaube, er kann das verheißene Land gar nicht finden. Ach, aber ich hab's gefunden. Ich bin dem alten Volk weit überlegen. Ich bin durch den Lebensstrom gereist und erwarb das Wissen und die Weisheit des alten Volkes. Ich habe auch das Wissen und die Weisheit derjenigen erworben, die nach dem Untergang des alten Volkes kamen. Und bald werde ich die Zukunft erschaffen. Das werde ich nicht zulassen. Die Zukunft gehört nicht dir allein. Wir werden sehen. Wach auf! Halt den Mund! Und wir sind auf einmal ein kleiner Cloud. Dieser Lärm. Nein! Also Cloud, lieber Junge. Hab keine Angst. Nein! Keine Angst. Nein! Wir können aber leider nichts machen. Wir sind nur dieser kleine Cloud. Hab keine Angst. Wir können es so ein bisschen herauszögern. Aber letzten Endes können wir es nicht verhindern. Oder können wir anscheinend doch. Dass Cloud ihm die schwarze Materie gibt. Gut gemacht. Wir können es leider nicht verhindern. Cloud, geht es dir gut? Ich habe Sephiroth die schwarze Materie gegeben. Was habe ich getan? Sag's mir, Aerith. Cloud, sei stark, okay? Was habe ich getan? Cloud, du hast gar nichts getan. Es war nicht dein Fehler. Ich bin... Jetzt greifst du auf einmal Aerith an. Was? Cloud!
Ha, sieht aus, als käme ich ungelegen. Ich bin Kätziff Nummer 2. Freut mich, euch alle kennenzulernen. Ja, Kätziff Nummer 2, was hast du vor? Aerith, Cloud, was hast du vor? Also, irgendwas geht ganz merkwürdig her. Alles ist weiß. Was habe ich getan? Ich kann mich an nichts erinnern. Mein Gedächtnis. Seit wann? Weckt mich nicht auf, wenn dies ein Traum ist. Cloud, kannst du mich hören? Ich höre dich. Verzeih mir. Vergiss es. Ich kann mir nicht helfen. Oh. Warum machst du dir dann keine Sorgen? Ich kümmere mich um Sephiroth. Und Cloud, pass auf dich auf. Brich mir nicht zusammen, ja? Was ist das hier? Dieser Wald führt zur Stadt des alten Volkes und wird Schlafender Wald genannt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Sephiroth Meteor benutzt. Darum werde ich ihn beschützen. Nur ein Nachkomme der Setra, so wie ich, kann es tun. Die Antwort liegt hier irgendwo und ich hoffe, man hört den Hund im Hintergrund nicht. Es muss hier irgendwo sein, ich spüre es. Es fühlt sich an, als würde mich etwas führen. Dann gehe ich jetzt. Ich komme wieder, wenn alles vorbei ist. Hilf! Sie will sich einmischen? Stur, oder? Wir müssen dieses Mädchen schnell aufhalten. Und da sind wir. Du siehst nicht gut aus. Wie fühlst du dich? Nicht gut. Aber halt es besser für dich. Weißt du, Cloud, Aerith ist weg. Alle suchen Aerith. Stadt des alten Volkes. Aerith ist auf dem Weg dorthin. Allein? Warum allein? Los, wir gehen auch. Nur das alte Volk. Aerith kann uns noch vor dem Meteor retten. Dann los, was tun wir, wenn Aerith etwas zustößt? Wenn Sephiroth sie findet, sitzt sie in der Tinte. Sephiroth weiß es schon. Hey, warum sitzt du denn hier noch rum? Gehen wir, Cloud. Nein, ich könnte wieder ausrasten. Wenn Sephiroth in meine Nähe kommt, würde ich vielleicht... Ja, verdammt, wegen dir hat Sephiroth die schwarze Materie überhaupt erst bekommen. Es ist deine Schuld. Meine Schuld? Ich weiß, du hast Probleme, wie wir alle. Aber du kennst dich selbst nicht. Aber du musst begreifen, dass wir aus diesem Zug erst bei Endstation aussteigen. Cloud, wir haben es so weit geschafft. Willst du nicht deine Rechnung mit Sephiroth begleichen? Nein, ich habe Angst. Wenn das so weitergeht, werde ich noch wahnsinnig. Ich habe Angst. Verdammter Idiot, das bist du. Hey, überleg mal, wie viele Menschen meinst du, kennen sich wirklich selbst? Menschen werden depressiv, weil sie nicht wissen, was Sache ist. Na, sie leben weiter, sie rennen nicht weg. So ist es doch, oder? Cloud, du kommst mit, oder? Ich verlasse mich auf dich. Was soll ich nur tun? Verschwinden? Verschwinden? Wohin? Cloud. Moment, Tifa, gib ihm etwas Zeit. Das muss er alleine entscheiden. Du glaubst an Cloud, stimmt's? Ich habe Angst vor der Wahrheit, aber warum? Cloud? Hey, wie geht's dir? Ich will nur wissen, wie du dich entscheidest. Willst du was über dich erfahren oder hast du Angst? Wenn du hier bleibst, wird es dich beschäftigen. Macht nichts, wenn du beim Anblick von Sephiroth durchdrehst. Wenn nötig, räume ich in deinem Stachelkopf auf. Cloud, alles wird gut, wir sind bei dir.
aber keine Sorge, mach dir keine Sorgen. Du hast recht. Er hat recht, oder? Los, lass uns Aerith finden. Damit heißt es jetzt für uns, wir sollen zur Stadt des alten Volkes. Welche sich ganz woanders befindet, aber Tiny Broncos hier. Und ich würde sagen, wir beenden auch hier jetzt den Part, der wieder etwas länger geworden ist. Und ja, das ist auch die Sache, warum man jetzt hier zwei Spielstände braucht. Ich darf den hier nicht überschreiben, deswegen werde ich den nachher nochmal laden und nochmal extra speichern. Denn tatsächlich ist nicht Kate Sith aus unserem Team ausgestiegen. Okay, Skoldarmband haben wir auch wieder. Sondern Aerith ist nicht mehr da. Während wir Kate Sith wieder haben, selbst auf demselben Level etc. Also er hat sich in Anführungsstrichen geopfert, aber es war im Endeffekt nicht wirklich viel. Der erste Kate Sith Nummer 1 ist halt zerstört worden, aber vor allem in Dirt of Sybaris sieht man dann, es gibt viele, viele Kate Sith. Nur mal so. Und alle werden von Reef gesteuert. Naja. Ja. Yuffie und Sid kommen natürlich wieder ins Team. Wir machen im nächsten Part dann weiter. Wenn wir uns erstmal wieder unsere Materia gescheit ausrüsten. Da gibt es dann nämlich noch einiges. Aber das mache ich, wie gesagt, alles später. Wir sehen uns. Bis dann.